Schöneberg. Wir sind hier mit unseren Splitboards auf dem Speyereck hochgewandert. 2411 Meter hoch. Das Gesetz nur kann Freiheit geben. Habe ich das richtig wiedergegeben? Okay. Ja, es ist eine wunderbare Panoramasicht hier. Schaut mal. Wir haben schon mit der Drohne gefilmt. Wir haben Instagram-Story gemacht. Aber wir haben auch die Aussicht genossen, oder? Ja. Und jetzt geht es wieder runter. Also wir werden vielleicht noch ein kleines Stückchen dort drüben über die Kuppe gehen. Und dann, vielleicht sollte ich mir meine Jacke auch wieder anziehen, oder? Das ist ja klar. Ja, stimmt. Und dann, ja, dann fahren wir mal runter. Grot! Gott, was tue ich? Du Grot! Guck mal! Ich fahre mit dir Ski. Alle Skifahrer unter meinen Zuschauern, es tut mir leid. Ich werde es üben. Vor allem, aber ich habe intuitiv den Schneeflug gemacht. Ja, stimmt. Ich bin eine geborene Skifahrerin. Hättest du vielleicht gerade ausfahren sollen. Später. Later. Erfolgreich, bitte weg. Gerne. Warte, ich habe hier noch Tee. Müsli-Riegel, wir holen jetzt nicht alles raus, oder? Übertreiben wir komplett. No. Und zwei Laugenstein. Lecker. In einem Biosack. Ja, damit wir das dann hier direkt fliegen, das kleiner Scherz. Boah, schnell mal raus. Ein Witz. Rausgeschnitten, Curtis. Deswegen benutzen wir auch nur Biosackerl. Die kann man super in der Natur. Okay, so, wir haben hier nämlich so einen richtig coolen Suppentopf und ich wette. Der ist noch warm. Glaube ich schon. Der weißen. Oh, eine Abstimmung machen. Glaubt ihr, noch ist meine Hose schneeweiß? Glaubt ihr, sie bleibt es? Oder sie der bleibt es ihr nicht. Leckere Bohneneintopf? Schmeckt. Boah, ich liebe es. Es ist so lecker. Danke. Gut, der Mahlzeit. Schönen guten Morgen. Es ist 7:45 Uhr. Ich bin echt müde noch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist wieder richtig kalt. Milka macht Pipi nun. Heute ist allerdings der letzte Tag. Oh, da hinten ist schon die Sonne aufgegangen. Mist. Der letzte Tag, wo es richtig kalt ist. Gerade aktuell sind es minus 21 Grad. Und wir laufen Richtung Feld. Und da sind wir auch gleich. Das ist da vorne schon. Und ja, lauf, die beiden. Und ja, eigentlich wollten wir da nur ganz kurz den Sonnenaufgang angucken und dann schon wieder zurückgehen. Aber die Sonne kam uns zuvor und ist schon aufgegangen. Lauf, Torf! Ja, ich merke auch gerade, dass Torf schon wieder kalt ist. Deswegen, schaut mal, man reibt sich immer so an Milka. Deswegen werden wir auch nur ganz schnell aufs Feld kurz raus gucken und wieder rein. Genau, später geht es dann noch
eine große, oh, meine Haare sind schön eingefroren, eine große Runde spazieren und jetzt kackt Milky. Jetzt muss ich die Kacki einsammeln für eine Kotprobe. So, Kacki eingesammelt. Ich mache das jetzt über 3 Tage. Ich habe 2 so Röhrchen. Ich kann euch das mal gerade zeigen. Das ist so ein Röhrchen mit so einem kleinen Löffel, dass man da wunderbar die Kacki einsammeln kann. Und dann lasse ich die untersuchen. Und ja, je nachdem, ob sie Würmer haben oder irgendwas, werde ich sie dann entwurmen. Oder halt nicht, hoffentlich eben nicht. Die Toffi, die wurden nur einmal entwurmt. Ganz am Anfang, aber das kam, also ja, ich weiß nicht, bekam ihr halt einfach überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich sie seitdem nicht mehr entwurmt. Muss jetzt den Kot untersuchen lassen. Und Milka wurde schon seit, oh, ich weiß es gar nicht, wann ich die das letzte Mal entwurmt habe, vor 4 Jahren. 5 Jahren oder so, da lasse ich den Kot auch immer untersuchen. Und das funktioniert eigentlich gut. So, jetzt aber mal zurück. Ach nee, ich glaube aus der Sicht, aus der Perspektive sieht es schöner aus. Zurück zum Thema ganz kurz. Wir sind ja in Göttingen, ne? Bei der Oma, also bei meiner Mama. Ja, das erste Mal, oh wow, jetzt bin ich wieder abgelenkt. Das erste Mal ist Toffi länger Auto gefahren. Erzähle ich euch schon mal so viel dazu. Ich war ja Weihnachten auch nicht zu Hause. Und jetzt war so der Punkt, wo ich dann gefahren bin. Ich glaube, es war vom Zeitpunkt her der beste Punkt, den ich mir hätte aussuchen können. Deswegen kam am Mittwoch auch kein Video. Und deswegen kommt jetzt erst quasi 7 Tage später wieder eins. Wow, das ist richtig schön. Schaut mal, traumhaft. Es wird ein traumhafter Tag heute. Und genau, ja, jetzt bin ich in Göttingen erstmal. Zurück zur Autofahrt. Es war Tobis erste lange Autofahrt. Wir haben 12 Stunden gebraucht. Also auch wirklich richtig, richtig lange. Und Toffi war aber wirklich komplett entspannt und komplett ruhig. Da vorne ist ein anderer Hund. Muss ich sie gleich mal festhalten, aber die laufen da eh nicht hin. Toffi, komm her, Milka. Toffi nicht, Milka ist so semi. Milka, komm mal her. Wenn die eigentlich jeder auf ihrer Seite Fuß gehen. Hier, Fuß. Halbwegs. Genau, wir gucken und fragen mal gerade, was da vorne abgeht und dann melde ich mich gleich wieder. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt, wollte noch, wie schon vorher gesagt, ein paar Worte zur Fahrt sagen und ein paar Worte zur Entwicklung jetzt hier von Toffi in Göttingen. Vielleicht ganz von vornherein einmal, ich habe es im Übergang ja schon geschrieben, alle die es nicht gelesen haben, dass zwischen dem Snowboarden und Göttingen eine Woche vergangen ist. Also ich möchte nicht, dass der Anschein erweckt wird, den einen Tag snowboarde ich in Österreich und den anderen Tag laufe ich hier in Göttingen rum. Nein, dem war nicht so, das möchte ich hier nochmal kurz sagen. Und es ist ja auch so, dass ich keinen Urlaub mache, also es ist ja kein lustiger touristischer Urlaub hier, sondern meine Familie lebt hier. Es ist ja einfach ein bisschen schwierig. Ich glaube, könnte ich es mir aussuchen, dann, also was heißt könnte ich es mir aussuchen, das ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher und dann wäre ich auch nicht weggefahren, wenn meine Familie alle an einem Ort leben würden und nicht so weit weg. Das ist halt echt blöd. An Weihnachten war ich ja auch nicht zu Hause, aber ich will das jetzt auch gar nicht weiter thematisieren. Nur, glaube ich, die meisten werden mich da auch verstehen, dass man ja auch seine Familie, seine engste Familie nach einer Zeit einfach mal wiedersehen möchte. Meine ganzen Freundinnen sehe ich ja auch schon nicht. Gut, jetzt hier in Göttingen schon. Aber zum Beispiel die Nico, wir haben uns auch schon ewig nicht mehr gesehen. Echt kacke. Aber es ist so, wie es ist und ja, ich will da jetzt auch gar nicht weiter zu sagen, mehr zu sagen, mehr viel zu sagen, so rum, sondern jetzt, ja, kurz etwas, vielleicht erstmal angefangen mit der Autofahrt. Wir haben 12 Stunden gebraucht, wesentlich länger als sonst, hier über Niedersachsen und Nordhessen, da ist ja gerade so eine Kältefront rübergezogen. Es sind nicht nur 0 Grad, es sind minus 23 Grad waren es heute Morgen auf dem Feld, also wirklich richtig krasse Minusgrade. Es hat voll viel geschneit, es hat hier, muss man dazu sagen, seit, ich glaube, 15, 20 Jahren nicht mehr geschneit. Also ihr könnt euch ja vorstellen, was hier los ist.
auf den Straßen, die nicht geräumt sind. Das ist halt ein bisschen Schneechaos hier. Und ja, also kurz zur Autofahrt. Wie gesagt, wir haben 12 Stunden gebraucht. Milka und Toffi waren hinten in der Box. Waren auch beide komplett ruhig, komplett lieb. Ich habe 2 Pausen gemacht. Ungefähr 5 bis 10 Minuten, bin mit denen ein bisschen rumgelaufen, sie haben Pipi gemacht, sie haben gespielt und dann waren sie wieder in der Box. Ich habe zwar gemerkt, dass Toffi wach war mal zwischendurch und so ein bisschen ja, an der Decke gekaut hat und sich geputzt hat, aber absolut nicht rumgejammert hat. Die ist so eine liebe Autofahrerin, also richtig gut. Und ganz kurz hier zur Situation in Göttingen, oder was heißt Situation, zur Beziehung zwischen Milka und Toffi in Göttingen. In Österreich ist es ja so, dass Toffi, hatte ich ja erzählt, wisst ihr ja auch, immer sehr frech war. Und das hat sich hier wirklich komplett geändert. Ich glaube, das liegt auch daran, weil sie die Umgebung hier einfach nicht kennt. Das ist ja für sie komplett fremd. Sie war noch nie woanders. Und da hält sie sich natürlich mehr an Milka. Und ja, die beiden sind so zusammengeschweißt die letzten Tage. Also es ist richtig krass. Die liegen überall zusammen, kuscheln richtig zusammen, putzen sich gegenseitig. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also das tut den beiden richtig gut, das macht mich natürlich auch richtig glücklich. Die spielen hier auch draußen zusammen richtig und es ist wirklich total harmonisch. Super cool, also das tut den beiden total gut. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn wir wieder zurückfahren nach Österreich und Toffi ja ihre gewohnte Umgebung hat. Aber ich glaube eigentlich, das wird sich, oh, das ist ja vom Licht hier nicht so geil, aber auch egal. Ich glaube, das wird auch so bleiben, so positiv, aber das wollte ich nochmal kurz sagen. Ich werde die nächsten Tage und die nächste Woche auch weiter vloggen. Das ist jetzt hier ein bisschen kurz gekommen, aufgrund der Reise hierher. Aber ich glaube, das könnt ihr auch verstehen. Jetzt in nächster Zeit kommt wieder dann ein bisschen mehr Content. Ich glaube, der Vlog ist auch relativ kurz. Aber ja, später sind wir noch verabredet mit einer Freundin und ihrer Hündin und wir gehen zusammen draußen spazieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und schau mal, dass ich auch ein bisschen filme. Und meine Lippen sind super trocken. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier. Ich habe alles Wichtige erzählt. Wenn nicht, dann erzähle ich es im nächsten Vlog und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.